und ich konnte ihr verstecken am Anfang. Und am Ende hat sie sehr viel gespielt und das hat sie auch gezeigt. Aber für mich ist eigentlich das Highlight das Drumherum, viele, viele Leute treffen. Hat sagenhaft gut trainiert in den letzten zwei Wochen, drei Wochen und wir trauen dem Pferd alles zu. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des sechsten Tages werden Ihnen präsentiert von Signal Iduna. Hallo und herzlich willkommen. Heute Tag 6 der Derbywoche auf der Trabrennbahn in Mariendorf. Ja, bevor wir uns voll ins Geschehen stürzen, schauen wir aber noch mal ganz kurz auf den fünften Tag zurück. Da konnte nämlich das Pferd der sogenannten Traberparty das neunte Rennen für sich entscheiden und hat so 300 Besitzer glücklich gemacht. Ja, was die Traberparty genau ist und wie man Teil davon werden kann, das haben wir die Besitzer mal gefragt. Traberparty ist eine neue Initiative, um Leute an den Sport ranzuführen, mit wenig Geld. Wo die Leute einmal 99 Euro zahlen und dann 2,5 Jahre lang Miteigentümer sind von dem Pferd und keine monatlichen Kosten haben. Aber das hat so viele abgeschreckt. Die Leute denken mal, ich kaufe mir ein Pferd, dann habe ich jeden Monat Kosten und so kann jeder den Spaß haben. Die Freude war riesig, wir haben mitgefiebert, mitgefightet, als es die Zielgerade runterging und es war einfach toll. Also mit, ich weiß nicht, 50, 60 Leute standen da jetzt, gemeinsam bei der Siegerehrung zu sein, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also stimmt schon, geteilte Freude ist auf jeden Fall doppelte Freude und in dem Fall 50 oder 300-fache Freude. Na, das nenne ich doch mal eine gute Party. Wir starten jetzt direkt mit Tag 6 der Derbywoche. Im Mittelpunkt steht heute das Bruno-Kassierer-Rennen. Ja, und da würde ich sagen, springen wir jetzt auch mal direkt in die Vorläufe rein. Und es geht auf die Zielgerade und Gwenda Bolkenzweiger schon als Erster auf der Geraden. Und jetzt setzt Grafin Grunhof nach. Gwenda Bolkenzweig ist vorn und ist komfortabel vorn. Gwenda Bolkenzweig ist hier ganz, ganz leicht, legt hier noch zu, überlegen Erfolg für Gwenda Bolkenzweig mit ihrem ersten Lebenserfolg. Zweiter Platz für Grafin Grünhoff. Auf Platz 3 war es hier noch eng zwischen Tainas Chess und Tilia. Fünfter Platz für Head Over Heels. Also natürlich so ein Rennen wie heute bekommt man nicht öfter und das ist natürlich ein sehr schönes Rennen, so wie ich ihn bekommen habe und ich konnte ihr verstecken am Anfang und am Ende hat sie sehr viel gespielt und das hat sie auch gezeigt. Und Goldie Stardust kommt mit großem Vorsprung auf die Zielgerade. Goldie Stardust ist vorn. Lamba Lamba ist zweite, in dritter Position sieht man momentan Yen. Vorne alles klar, Goldie Stardust überlegen. Lamba Lamba genauso klar zweite und ebenso klar dritte wird Yen. Vierter Platz für Gwendolyn Flevo und fünfte und damit die Qualifikation fürs Finale für Chichen Itza. Ein weiteres Highlight heute ist der Derby-Marathon-Pokal und da ist der Name auch tatsächlich Programm. Hier wird nämlich eine Strecke von 3200 Metern zurückgelegt. Neben mir steht Thorsten Tietz, der mit Rossini Diamant bei dem Rennen antritt. Herr Tietz, worauf kommt es denn bei so einer langen Distanz genau an? Ja, es ist so, dass man bei so einer Distanz seinem Pferd optimal das Tempo einteilt und dass man halt sieht, dass man so gut wie möglich den Start erstmal erwischt und nicht zu viel Boden verliert. Und danach ist es halt entscheidend, dass man im richtigen Moment sein Pferd einsetzt und über diese lange Strecke halt die nötigen Reserven bis zum Schluss halt verwahrt. Und wie schätzen Sie persönlich Ihre Chancen ein? Ja, mein Pferd ist sehr gut drauf und er hat sehr gut gelaufen. Er hat noch letzte Woche Freitag gestartet und hat in einer sehr schnellen Zeit gewonnen, in einer guten Manier. Und wenn wir vom Start einen ganz guten, wenn wir einen guten Start erwischen, dann denke ich schon, dass wir eine kleine Siegchance haben. Und wir schauen mal, ob das auch so funktioniert hat. Es geht hinein in den ersten Bogen. Rossini Diamant hat das Kommando gegenüber Holmberg jetzt nun übernommen und führt in den ersten Bogen. Die Zwischenzeit ist hier 18:03. Die Partie ist natürlich jetzt ruhiger. Wir haben einen langen Weg voraus und Thorsten Tietz bremst jetzt auch die Partie weiter ab. Das Feld ist nun vor den Tribünen. An der Spitze Rossini Diamant vor Holmberg in dritter Spur kommt King of the World im Rush. Und das Tempo zieht natürlich vorne gleich wieder an. Rossini Diamant ist an der Spitze. Vor dem Ziel gesetzt nun auf die Schlussrunde. Außen. Rossini Diamant außen, Easy Joe in der Distanz. Rossini Diamant innen, außen, Easy Joe. Rossini Diamant, Easy Joe. Die Nummer 11, Diamant Nummer 11, und Thorsten Rot. Tietz gewinnen seinen 12. Treffer vor Easy Joe. Naja, es war so, dass ich heute den Start sehr gut erwischt habe und dann vorne mein Tempo fahren konnte. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen kurz. Und es lief eigentlich alles optimal. Ich konnte mir das Tempo so einteilen, wie mein Pferd es mochte. Und letztendlich hat es dann leicht zum Sieg gereicht.
Im achten Rennen des Tages kam es jetzt zum genauen Gegenteil des Marathonpokals. Der Derbypokal der Flieger ist nämlich ein Sprinterrennen. Hier wird eine Meile gerannt, also 1609 Meter. Ja, und wir schauen uns das Ganze jetzt mal aus einer anderen Perspektive an, nämlich aus dem rosaroten Jurywagen. Der Derby-Pokal der Flieger. In breiter Front wird hier gekämpft um die Führung. Innen Gotta Gibo, ganz außen Lord of Troikas mit Ben Kingsley. Das geht vor den Tribünen. Und das Feld geht jetzt nun auf die Überseite. Das Tempo wurde jetzt auch herausgenommen von Lord of Troikas. Die nächste Zwischenzeit ist ganz gespannt erwartet. Also wir sind hier ja beim Derby-Pokal der Flieger und aus dieser Perspektive fliegen die Pferde praktisch wirklich über die Bahn. Dann Flor Charisma. Lord of Troikas ist weiter an der Spitze, führt vor Gotta Gibo, aber Flor Charisma geht ganz stark außen. Die kräht sehr stark mit Roland Tölzka. Es geht um die letzte Ecke. Lord of Troikas gestellt von Flor Charisma. Dahinter Gotta Gibo. Flor Charisma ist vorn. Dahinter kommt jetzt Gotta Gibo, aber Flor Charisma zieht auf und davon. Gotta Gibo kommt nicht dran. Flor Charisma gewinnt es vor Gotta Gibo. Eigentlich lief das Rennen optimal. Ich brauchte von Start nicht zu schnell fahren, konnte mich gut ziehen lassen und brauchte erst, wie die Gegner nicht mehr ganz so stark waren, brauchte ich erst meine Stärken ausspielen und dann habe ich souverän gewonnen, glaube ich. Wir haben in den Vorläufen zum Bruno-Cassierer-Rennen zwei klare Siege gesehen. Neben mir steht jetzt Nikolai Laser, einer der Wettexperten hier auf der Trabrennbahn. Herr Laser, was sagen Sie denn? Sind die beiden jetzt auch automatisch die Favoriten fürs Finale? Also es gibt im Finale nur eine Favoritin und das ist Goldie Stardust. Die war so phänomenal stark, dass ich nicht glaube, dass es überhaupt eine Opposition gibt. Der hat gewonnen mit einer halben Bahn und das ist das Zeichen dafür, dass die Konkurrenz einfach zu schwach ist für dieses Pferd. Es geht in den ersten Bogen und jetzt hat sich das Feld auch formiert. Tilja an der Spitze. Aber dicht dabei ist Gwenda Beugenzweig. In zweiter Spur verbessert sich Lamba und da hängt sich auch gleich Goldie Stardust dran und dahinter wiederum Yen. Schlussbogens Goldie Stardust jetzt vorne. 10,5 war die Zwischenzeit und Goldie Stardust kommt schon mit deutlichem Vorsprung auf die Zielgerade vor Lamba und Yen in der Distanz. Goldie Stardust überlegen. Ein ganz, ganz überzeugender Erfolg für Goldie Stardust, immerhin mit 20 Meter Zulage. Fantastische Leistung von Goldie Stardust mit Michael Nimczyk. Zweite wird Jen, Platz 3 für Lamba und auf Rang 4. Allen Erwartungen entsprechend hat Goldie Stardust den Sieg hier nach Hause fahren können. Neben mir steht jetzt Hans Brocker, der Besitzer von Goldie Stardust. Herr Brocker, wie zufrieden sind Sie mit dem Sieg? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Sieg. Der Vorlauf war schon fantastisch und der Endlauf jetzt hatte bewiesen, das Pferd, was die Stute in sich hat. Ich glaube, sie ist für größere Aufgaben gewappnet und wir können sie auch demnächst in größere Rennen laufen lassen. Wollen wir hoffen, dass er gesund bleibt, dass das Pferd gesund bleibt und dass er in größeren Rennen auch eventuell im Ausland mal laufen kann. Und wird jetzt heute noch gefeiert? Ja klar, werden wir ein bisschen feiern, das ist doch normal. Sonst wäre es ja nicht ein richtiger Sieg. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke. Vielen Dank, dann machen Sie sich noch einen schönen Abend. So, und bei uns war es das jetzt mit Tag 6 der Derbywoche. Wir sind natürlich die weiteren Tage immer wieder für Sie dabei. Jeden Tag hier von der Trabrennbahn Mariendorf auf Hauptstadtsport TV. Und auf Facebook und Twitter können Sie uns natürlich auch einen Like dalassen. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des sechsten Tages wurden Ihnen präsentiert von Signal Iduna.